In der Hoyerswerda Schulstraße wurde jetzt ein schadhafter Straßenbereich erneuert. Schon seit langem war es auf dem Seitenabschnitt zu Verwerfungen und zum Bruch der Betondecke gekommen. Bereits am Freitagmorgen wurden ca. 15 Meter des schadhaften Straßenabschnittes ausgefräst und danach mit Asphalt verfüllt und geglättet. Gegen Mittag waren die Arbeiten dann abgeschlossen. Weitere Ausbesserungsarbeiten an der Straße sind in diesem Zusammenhang offenbar nicht geplant. Insgesamt weist die Schulstraße seit vielen Jahren einen sanierungsbedürftigen Zustand auf. Allerdings teilt sie dieses Schicksal mit einigen Straßen in der Zusestadt.